So, wie versprochen, gibt es jetzt noch eine Sondersendung. Das klingt gut, oder? Wie dekoriere ich den leckeren Hüttenzauber? Das wollte ich euch noch mal ein bisschen zeigen. Da hatte ich jetzt bei QVC viel zu wenig Zeit. Ich habe natürlich die ganzen Fotos gemacht meiner Dekoration. Man konnte das gar nicht alles sehen. Vielleicht nur einen Hintergrund hier und da ein bisschen. Ich habe aber Fotos gemacht, die folgen auch. Die poste ich noch. Jetzt zeige ich noch mal ein Video. Auch im Livestream auf jeden Fall. Ich freue mich über jeden, der noch dabei ist. Einmal, wie man das noch zusätzlich dekorieren kann. Es war ja ein Highlight heute am Frühstückstisch bei QVC. Vielen Dank für eure Unterstützung auch an der Stelle. Vielen Dank auch generell natürlich für die lieben Worte. Und ich sage schon mal Hallo zu dem Thomas und zu der Angela. Hallo, Gabi, grüß dich. Birim, hallo, okay. Agnes, Dagmar, Cornelia. Guck mal, da habt ihr genau zugehört, dass ich heute 16 Uhr nochmal live gehe. Irene, Hallöchen. Das ist aber schön. Auf einen kleinen Kaffee klatscht zusammen. Brigitte, Hallöchen. Verena, vielleicht auch bei dir in der Nähe, oder? Hallo, Sandra, Jasmin, einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir auch. Eigentlich wollte ich ganz gerne noch eine Runde spazieren gehen, aber das war mir jetzt nochmal wichtiger. Aber anschließend hoffe ich noch die letzten Sonnenstrahlen, ich gucke mir raus, weil hier ist das Fenster, mitzunehmen, noch eine Runde spazieren zu gehen mit dem Bodo. Liebe Almut, hallo, Wiene, Daniela, grüß dich, Sandra, toll. Schön, dass ihr auch Sonntag 16 Uhr mal Zeit findet für unsere Dekorunde. So, sehr schön. Verena grüßt auch alle lieb, das ist toll. Vera, hallo. Babylein. Ihr habt bestimmt auch schon, wobei 16 Uhr ist, glaube ich, Kaffeezeit schon durch, oder? So, Hallöchen. Der Duft ist dann mein Lieblingsduft, einfach so lecker, finde ich auch. Also, das ist eh ganz klar. Da ist ja tatsächlich schon gleich ausverkauft bei QVC. Das war dann ein One-Hit-Wonder, nennt man sowas. One-Hit-Wonder. Kam, sah, siegte weg. Ja, passiert. Ja, Jennifer, du hast genau von dir, hatte ich heute noch gesprochen. Erst den großen Duft, ne, geholt und heute noch die kleinen hinterher. Und bei dem einen oder anderen kommt es dann noch die Tage, ne, Irene. Also da habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ich finde ihn auch echt süß. Designt mit dem Lebkuchen und Plätzchen, mit den Glühweingläsern, ganz cool, modern. Also das macht schon auf jeden Fall Laune. Und ja, Valeska hat den auch so schön beschrieben. Der ist halt wirklich so weich und so geschmeidig. Ein schöner Winterduft. Ein bisschen Frucht, aber nicht so aufdringlich, auf jeden Fall. Ein schönes, kräftiges Dunkelrot. Habe ich mir extra in der Farbpalette rausgesucht. Tatsächlich habe ich den Farbton sehr ähnlich von dem Kirschduft von Voices Candles genommen. Ist das so in die Richtung, soll es gehen? Soll so ein richtig schöner eine schöne Glühweinfarbe, so ein richtig schönes, tiefes Weihnachtsrot sein. Ist mir, glaube ich, gut gelungen. Und auch so dieser Stefanie-Zusatz, diese feine Nuance für den Hüttenzauber, dieses leicht fruchtige, die Kirsche. Die findet sich ja auch gut wieder. Also ich glaube, in allem eine gut gelungene Sache. Zwei Sets bestellt von den Votivkerzen. Jennifer, dann, also ich habe auch zum Bodo schon gesagt, dieses Jahr verschenken wir zu Weihnachten Hüttenzauber. Wir haben also unsere, ach so, Sabine, Vera, wenn ihr das seht, könnt ihr euch drauf einstellen. Dieses Jahr zu Weihnachten gibt es eine schöne Duftkerze Hüttenzauber. Und vielleicht aber auch schon ehrlich gesagt, ich kann es immer nicht abwarten, ist auch so schade. Ich glaube, wir wichteln bestimmt mit der Familie wieder. Und da bringe ich einfach so ein kleines Glas mit. Was soll der Geiz? Also, dann schauen wir mal, dass wir wichteln zusammen. Dann kriegt er den Duft eher. So, abgemachter Plan steht. Apropos. Bevor ich jetzt loslege, noch mit den schönen Dekorationen, weil ich habe mir hier wirklich wieder alles schön vollgestellt. Die Tellerwirtschaft, wie André sagte, kann also beginnen. Irene, ich bin gespannt, habe ihn aufbestellt.
ist der Große noch etwas da bei QVC? Also bei dem Großen sieht es ganz schlecht aus. Da würde ich jetzt wirklich nicht zu lange warten, da, weil das kann ich nicht garantieren. Den Duft wird es auch nicht immer geben. Das war tatsächlich die einzige Menge. So, sehr schön, Dagmar. Ja, sehr gut. Jennifer. Hallöchen, Annette. Liebe Angela, das steht tatsächlich noch in den Sternen. Es gibt ja eine kleine Überproduktion, minimal, also so wie es halt bei dem Feigenduft im Prinzip auch war oder bei dem Vanilla Paradise, wobei da dann auch nochmal, wenn was von QVC zurückkommt, was aber unbenutzt ist, ich natürlich dann auch nochmal weiter verkaufen kann. Das kann ich aber nicht garantieren, das weiß ich nicht. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, wenn du mich fragst, weil der Duft halt wirklich auch toll ist. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Da möchte ich jetzt keine wilden Behauptungen in den Raum schieben. Lieber möchte ich dekorieren mit euch. Irgendwie habe ich einen Faden verloren. Irgendwas. Ach ja, Adventskranz, das fand ich nämlich auch ganz cool. Also die Idee, weil es ja ein Viererset ist, das gibt es aber dann ja auch mit den Makaronkerzen in vier. Es gibt es noch mit Vanilla Paradise und auch dem Feigenduft. Aber hier die vier gleich großen 170 Gramm Gläser, die übrigens, habt ihr das gehört, super nachher, wenn ihr nicht schon selber drauf gekommen seid, als Dessertschale geeignet ist. Valeska sprach schon von Schichtdessert, ich von Mousse au Chocolat. Wobei, was ich sehr, sehr gerne mag, muss ich sagen, ist Mascarpone-Creme mit ein bisschen Frucht. Also das ist das, was ich wirklich gerne mache, weil es irgendwie auch schnell geht. Mascarpone und Quark schön anrühren mit einer echter Vanille und ein bisschen Zitronen und dann noch ein bisschen Frucht da rein. Das mache ich tatsächlich gerne, wenn wir Besuch bekommen. Und dann ist es ja umso schöner, wenn man das im Glas auch sieht und dann so schön rauslöffelt. Also die Gläser auf jeden Fall weiterverwenden, genauso wie das große Bonbonglas. Das wird auch schön aufgehoben. Ach Gottchen, ja. Dann können wir gerne nochmal fragen, liebe Sandra. Also, so. Das wäre vielleicht dann noch, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Also das ginge vielleicht auch. Wo fange ich an? Weil hier vorne stehen nämlich noch die anderen. Also Macaron, Luxury Dream, Vanilla Paradise. Ich packe die mal übereinander, weil die Idee, von jeder Duftkerze ein in ein Adventsgesteck zu machen. Also man könnte das ja, Adventskranz ist ja immer der Oberbegriff, ob man das jetzt der Länge nach oder wie auch immer dekoriert. Aber guck mal, von den Wachsfarben her wäre das ein cooler, bunter Adventskranz. Und du hast zu jedem Adventssonntag mit der Woche, weil du hast ungefähr 45 Stunden durch. Dauer der Brenndauer, 45 Stunden Brenndauer pro Kerze. Wenn du die jeden Abend anhast, ab dem ersten Advent, kannst du beim zweiten Advent die nächste anmachen, kannst sie wieder die Woche über abends anlassen. Und da kannst du die ja wirklich lange anlassen. Also, das schafft das wahrscheinlich gar nicht, ne? Wenn du aber zu Hause bist, dann schaffst du es. Wenn du früh anfängst, die Kerze anzuzünden, dann schaffst du das in der Woche, die einmal runterbrennen zu lassen und dann eben in der nächsten Woche den anderen Duft. Und so hast du alle vier im Prinzip einmal durch. Und ich würde natürlich den Weihnachtsduft als vierte Adventskerze nutzen, damit du dann auch zu Weihnachten, Heiligabend, die Weihnachtsfeiertage bis zu Silvester dann den Weihnachtsduft hast. Ich finde das eine ganz geile Idee, ehrlich gesagt. Liebe Angelika, dir auch einen schönen Sonntag. Hallöchen. Jetzt die Deko-Ideen. Ihr seht es ja hier schon. Die kleinen fand ich ganz süß für meine kleinen Tellerchen. Da muss ich euch auch unbedingt empfehlen, hier die drei Deko-Früchte, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist aber so dreierlei Zapfen. Ja, das ist ein Zapfen, das ist eine Traube tatsächlich. Und hier nochmal eine Eichel. Also so Zapfen und Nüsse habe ich es, glaube ich, genannt. Die dann noch mit dazu. Finde ich als einzelne Kerze super präsentativ. Cornelia, ich habe sie gerade an. Ah, sehr gut. Ja, wir haben ja praktisch heute eigentlich den ersten Weihnachtsfeiertag. Dann darf man schon mal, ne? Richtig so. Also das finde ich ganz süß mit meinem Tellerchen. So eine kleine, die kann man da auch schon sehr schön präsentieren. Den habe ich ja heute noch als Wochenangebot gestern spontan dazu gesetzt, weil das andere schon ausverkauft war. Mein Deko-Schalenset Blüten. Zauber. Da kann man die auch schön reinsetzen. Ich habe lasse jetzt hier immer noch mal den Deckel drauf. Tatsächlich bei denen, die ich nicht benutze, würde ich euch auch empfehlen. Und sonst, wenn man es abmacht, riecht es euch schon auch wirklich gut, gut intensiv. So. Ja, Hallöchen, Carola. Sondersendung, Sondersendung. Dann, also die Deko-Fotos aus dem Studio, wie gesagt, folgen noch. Das fand ich auch hier sehr süß. Muss ich mal gucken, ob das so, ich das hier so ins rechte Licht packen kann. Dadurch, dass auch viel Frucht, auch so Orange noch mit drin ist in dem Hüttenzauber, finde ich auch so mit kleinen Mandarinen. Also Orangen sind schon sehr groß, aber Mandarinen dazu zu dekorieren, finde ich total süß. Auch Nüsse gehen ganz gut. Lebkuchen natürlich, um das Hüttenfeeling, den Weihnachtsmarktcharakter so ein bisschen zu unterstützen. Absolute Empfehlung natürlich. Dazu passend der große Glitzerbaum. Das sieht natürlich wirklich ideal aus vom Größenverhältnis auch. Den jetzt mal aufmacht, sieht man das auch besser. Zack. Das war der, den ich im Studio anhatte. Der ist nämlich auch schon angewiesen. Für alle diejenigen, die Duftkerzen vielleicht noch nicht so oft benutzen, meine Empfehlung, unbedingt wirklich den Duft auch dann lange anlassen. Auch bei den Votivgläsern immer schauen, dass einmal oben, dass sich das alles verflüssigt. Dann hast du nachher auch immer wirklich die Chance, dass es sich bis ganz runter, dass es bis ganz runter brennt. Der hält die Deko nicht lange. Sagt die Bini ja bei den Mandarinen und den Nüssen und den Lebkuchen. Das stimmt. Kann man immer wieder variieren. Kann man immer wieder neu dekorieren. Auch nicht. Ist doch auch nicht schlecht. Also das gerade auch mit dem Tannenbaum hinten, dieses Rot, Gold und diese Bärenzapfen finde ich ganz süß. Auch den Stern einfach nochmal so mit dazulegen. Das auf jeden Fall. Zack, Keks weg. Genau. Ja, also hier die schönen Lebkuchen sind auch schon auf jeden Fall sehr lecker. Das stimmt. Das Schöne ist, hier kann ich, habe ich mehr Platz. Also in der Hütte hier kann ich besser schieben. Das ist ganz praktisch. Dankeschön, liebe Angelika. So, guckt mal hier. Ich habe übrigens, habe ich ja gesagt, ich habe von der lieben Ute einen großen Beutel Lindt-Sachen gemischt, von allem vom Tagesangebot. Ein wahnsinnig, also ganz lieben Dank nochmal an die liebe Ute. Ich bin noch nicht bis ganz unten durchgedrungen, weil oben sind die Fiorettos und die liebe ich natürlich am meisten. Hab ich mitgekriegt. Und wisst ihr warum? Das fand ich so süß. Ich habe nämlich der Ute meine Kerzen alle gezeigt. Im Hüttenzauber, der stand ja, war ja auf dem Tisch. Wir saßen ja zum Frühstücken eine lange auch da. Und dann habe ich ihr auch den Luxury Dream gezeigt und mir die Nase gehalten. Cornelia, habe gerade zu dem Hüttenzauber ein Stück Stollen gegessen. Ja, das habe ich auch. Ich habe ja diese kleinen Stollenkonfekte gekauft. Kann man schon mal machen auf dem ersten Weihnachtsfeiertag, Cornelia. So, Sandra hat auch noch einen Tipp, immer das Wachs auch zusätzlich runterdrücken. Das gibt auch keine Höhle, meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, das ist auch nochmal ein guter Tipp, genau, wenn es ganz weich ist. Das habe ich tatsächlich auch schon so gemacht, weil nicht immer gelingt es mir auch, dass ich hier wirklich die Zeit habe, das so lange auch brennen zu lassen. So, jedenfalls
der liebe Ute von Lindt, habe ich dann die Luxury Dream, den feigen Duft, unter die Nase gehalten und dann war sie so begeistert und fand den richtig toll. Und ihr Chocolatier, ich wollte schon Sommelier sagen, das ist aber der mit dem Wein, aber der Chocolatier, die haben gesagt, das ist nochmal ein anderer Begriff, das hat er nämlich da auch gelernt, richtig bei Lindt. Und die zwei haben von mir diese Kerze bekommen, weil die fanden die so toll und so edel. Und da sind ja nun wirklich auch zwei gute Schnuppernasen, denen halt natürlich wirklich eine gute Qualität wichtig ist. Sonst wären sie nicht bei Lindt, würde ich sagen. Da dachte ich mir, die fanden das so toll. Und die wissen natürlich auch, wie stark populär gerade Feigenduft ist. Und die Ute ist natürlich auch, ja, sieht man ja schon, Frau von Welt. Wirklich mit den besten und tollsten Düften, auch Raumdüften ausgestattet, mag das auch sehr gerne. Wir hatten uns über Weihnachtskalender unterhalten und da sagte sie eben auch, gibt es ja von Ritual zum Beispiel tolle Weihnachtskalender. Der tolle Lindt-Kalender sieht dieses Jahr wohl auch ganz fantastisch aus. Ich habe noch nicht live gesehen. Und ja, und dann sagt sie, boah, das riecht halt wirklich wie dieser ganz teure Raumduft, der gerade aber auch ausverkauft war am Anfang des Jahres. Ich glaube, der ist auch wieder zu kaufen. Anfang des Jahres war er, wie gesagt, ausverkauft, weil ich den nämlich mal geschnuppert hatte, weil ich dachte, das wäre vielleicht was zum Valentinstag. Zum Glück war er ausverkauft, weil der war nämlich ziemlich teuer. Daraufhin habe ich aber die Kerze kreiert. Das war der Feigenduft. Also, Tauschobjekt, weißt du, wie zu DDR-Zeiten, sage ich euch. Kerze getauscht gegen Linderkugeln. Weiß nicht, wer besser oder schlechter weggekommen ist. Auf jeden Fall haben sich alle Beteiligten gefreut. Und das ist ja die Hauptsache, wenn man Freude machen kann. So, Marzipan, ganz genau wie die Rosan. Richtig. Also das zu der Story. Ich habe auf jeden Fall, da hat jetzt jeder was. Die haben Duftkerzen, die leckersten, die sie gerne mochten. Und ich leckere Schokolade. Guck mal, das finde ich auch ganz, ganz, ganz süß. Und zwar finde ich nämlich wirklich, dass die Kugeln in diesem Bordeaux-Rot, das ist exakt der Rotton von dem Hüttenzauberduft. So dieses tiefe, dunkle Weihnachtsrot, dieser Glühweinton, leicht Bordeaux. Jennifer, den Feigenduft habe ich gerade an und dufte auch sehr, sehr schön. Ja, also der Feigenduft ist hier das große Glas. Oh, ist noch im Auto. Muss ich wieder mit hochholen. Der Luxury Dream, der Feigenduft, ist halt der perfekte Herbstduft, finde ich. Mir war der im Sommer zu intensiv. Ich mochte den sehr gerne. Ich hatte ihn auch im Sommer an, ist so gar kein Thema. Ich mochte aber Vanille Paradise lieber, weil der ein bisschen sanfter war. Der Luxury Dream ist der perfekte Herbstduft. Der ist noch nicht so weihnachtlich. Der geht auch im Winter auf jeden Fall. Das ist ein Ganzjahresduft. Ja, der geht auch im Frühjahr, keine Frage. Auch im Sommer, wenn man gerade intensiven Duft haben möchte. Ne, wenn man sagen möchte, es gibt ja wirklich viele, die sagen, Stefanie, ich möchte aber einen Duft, den man wirklich wahrnimmt, den man riecht. Ich möchte, dass man in die Wohnung reinkommt und es muss alles nach dem Duft riechen. Das schafft er. Das schafft er auf jeden Fall, der Feigenduft. Valeska sagt auch so, was hat sie noch nie gerochen? Das ist so was Spezielles, auch so eine leichte holzige Note. Das sagt auch, da kann man gut Männer mit auch begeistern. Da habe ich gesagt, ja, ich denke auch. Meiner mag es auf jeden Fall auch sehr gerne. Cornelia, oh Mann, die finde ich, was? Was? Was sagst du? Mann, die finde ich auch so toll, die roten Kugeln. Ja. Also, die finde ich auch sensationell. Ich habe sie jetzt auch gerade an. Ich mache sie mal aus. Ja, das leuchtet das Licht hinten. Ich mache es lieber wieder an. An ist auch schöner. Hat auch eine Zeitschaltuhr mit den passenden Batterien. Innen drin schön Gold. Außen drin dieses Dunkelrot. Dieses schöne Weihnachtsrot mit den Hirschen, mit den Tannenbäumen. Es ist auch wirklich schön ausgespart. Ihr seht das. Diese Motive auch von der Tanne und von dem Reh. Echt schön gemacht, sehr filigran. Und es ist halt genau das Rot hier drin, ne? Also das sieht
schon wirklich sehr, sehr schön aus zusammen, muss ich sagen. Gerade mit dem Thema Hüttenzauber. Hunger. Kannst du schon verschenken. Da muss ich sagen, auch gerade von der Größe hier die Kombination. Ich habe jetzt die mittlere und die kleine Kugel genommen. Dann kann das Glas auch nochmal für sich wirken. Aber dieser Hüttenzauber hat ja auch diesen Goldrand und dann die Kugeln dazu. Finde ich schon richtig, richtig schön. Da haben wir das jetzt auf den großen Goldteller. Der kommt auch nochmal wieder. Da haben wir nicht alle Mengen bei der ersten Lieferung bekommen. Also da nicht traurig sein und warten und aufpassen. Und dann noch ein bisschen Tanne dazu und hinten noch der Weihnachtszweig und die goldenen kleinen Eicheln, die wir jetzt auch da neben dem Champagnerzweig als goldenen Eichelzweig dazu bekommen haben und so einen kleinen Tannenzapfen mit diesem Grüngold im Übrigen. Und hier, genau, Schoki von der Ute, Magde Champagner. Also das finde ich auch ein ganz, ganz, ganz süßes Deko-Set. Brigitte, die rote Kugel ist auch super. Brauche ich noch zu meinem Duft und dem roten Engel. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist ja immer schön, wenn nochmal so ein bisschen die Deko abgestimmt ist. Das stimmt. Habt ihr auch gesehen, hier hinten ist ja schon hinten rechts ja meine Kuscheldecke, die hatte ich auch mit der QVC. Habe ja auch ein schönes Foto gemacht mit der Luxury Dream und den rosa Glitzerreden und dann die Kuscheldecke. Das sah auch richtig, richtig schön aus. Muss ich sagen. So kann man das auch mit dem Duft schön winterlich dekorieren. So, geht aber weiter. Also das ist auf jeden Fall schon mal auch sehr, sehr schön. Dann, das wollte ich euch unbedingt zeigen. Jennifer, bei dir weiß ich jetzt völlig ganz genau, dass du das Windlicht hast. Das ist das kleinere. Da passt auch der kleine Tannenbaum total gut rein. Also muss nicht unbedingt auch als Windlicht, sondern kann auch schön als Übertopf sozusagen für den Tannenbaum fungieren. Das Windlicht ist jetzt hier, und das ist schon auch groß, ihr seht das. Das ist aber die kleinere Variante. Es gibt dann noch das größere als Alternative dazu. Aber in das kleine passt auch hervorragend die kleine Tanne. Und die habe ich da hingestellt. Für den größeren hatte ich jetzt mal spontan keinen Übertopf. Und dann habe ich hier unsere Holzhäuser, diese schönen Glitzerhäuschen. Ein großes und ein kleines mit hingestellt. Und dann hier davor den, ein bisschen Platz, so, den Hüttenzauber. Genau, und dann kann man natürlich, geht da wieder Lebkuchen und Dominosteine, das geht auf jeden Fall auch immer ganz gut. Aber guck mal. Das fand ich. Ich finde die Häuser auch so schön. Weil Hüttenzauber und Häuser, ne, das ist fast irgendwie auch so von der Bildsprache. Finde ich sehr, sehr gut zusammen. Und dann die Tanne noch dazu für den Winterwald, damit es schön, ne, so kalt ist und draußen. Ja, so frostig und drinnen dann schön gemütlich, warm, kuschelig. Also das finde ich nämlich auch immer. Das ist jetzt der kleine goldene Teller. Da kommt die rote Farbe vom Hüttenzauber auch nochmal richtig gut raus, ne? Wenn man das auch mit den Häusern kombiniert. Finde ich total schön. Richtig schöner Winterzauber. Und dann kann man aber auch, hier gehen wir mal die Hütten. Das ist echt schön, weil die überall so auch diesen, seht ihr das, diesen Glanz da drauf haben. Ja, so ein bisschen. Ein bisschen gucken. Wer es ein bisschen zurückgenommener haben möchte, ich würde jetzt dann auch mal den goldenen Teller wegtun. Finde ich nämlich auch. Die Holzhäuser schön. Dann hat man noch, warte mal, so ein bisschen eingerahmt. Mit den Herzchen auch eine schöne, sehr schöne moderne Dekoration. Rot und Gold geht immer, ne? Cornelia auf jeden Fall. Also das wird vielleicht sogar so. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt bin ich zufrieden.
Manchmal denke ich mir so, kennt ihr das? Bis man dann so ein bisschen happy ist, das zu kombinieren. Also das finde ich auch sehr gut. Ich habe übrigens für die vier Votivkerzen, fand ich auch sehr schön, eben habt ihr das Foto vielleicht gesehen auf meiner Facebook-Seite, auf dem Sideboard einen großen Kerzenständer, einen mittleren und zwei kleine in Gold und habe da die Motivkerzen draufgegeben und da kamen wir uns in den Sinn, das Ganze auch als Adventsgesteck sozusagen zu machen. Da bieten sich auch, das kann man ja auch selber schön arrangieren, auch mit den Kerzenständern. Muss ja nicht unbedingt ein Kranz sein oder eine Schale, das, so geht es auch. Also das ist ja ganz individuell. Ja, Ulrich, also es ist ein bisschen kahl, ich habe auch das Gefühl, aber ich wollte zumindest diejenigen auch inspirieren, die gerne eher zurückhaltend dekorieren. Es ist ja nicht so, dass ich hier nichts habe, du weißt es ja. Ich habe hier alle Zweige am Start, die gut passen. Ich fand, das hatte ich auch bei QVC im Regal so stehen, bei den Büchern, extrem schön. Den Zweig auch mit den goldenen Zapfen. Das sah auch sehr, sehr schön aus dazu. Kann man legen. Ich hatte das hier tatsächlich so ein bisschen auch eingebogen an dem Buch, dass es so ein bisschen höher stand. Also die passen auf jeden Fall auch sehr, sehr schön dazu, wie ich finde. Warte mal, kann man dann schwuppsig. Schon viel schöner, ne? Ja, ich sehe das auch so. Dann gibt es ja noch den Winterzweig, der beschneite mit der beschneiten Christrose, wobei das eher ein Weihnachtsstern ist. Guck mal, ja, da muss ich aber noch mal beigehen. Das ist tatsächlich eher ein Weihnachtsstern. Oder Christrose. Wo sind hier meine Helfer? Bin ich mir auch nicht mehr sicher. Aber egal, es ist auf jeden Fall eine Weihnachtsbude und es ist beschneit. So, das wäre natürlich für den Hüttenfeeling auch sehr schön. Das kann man auf jeden Fall auch gut kombinieren. Das passt gut. Dann haben wir ja noch den Iluxzweig mit den goldenen Beeren. Den hatte ich auch in der Studiodekoration. Christrose, Cornelia. Weihnachtsstern Ulrich, na schön. Danke. Es ist eine Weihnachtsmüde, wir sehen das, wie es kommt. Dann natürlich mit unserem tollen Liebesapfel. Der passt jetzt hier auch nochmal sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön dazu. Auf jeden Fall. Jetzt tun wir mal das gerade eben weg. Und das vielleicht hier so. Vorne mit hin. Genau. Ach, Doppel. Ah ja, aha. Kann man ja ein bisschen einbiegen, so. Dann ist es auch nicht im Weg. Ne, das ist, ja, das. Die ist doch schon viel besser. Dann kommen wir schon in die richtige, genau, Richtung, ne? Genau der, den meintest du auch. Was ich aber auch gut finde, aber tatsächlich. Mit der Öse habe ich den wirklich mehr in meiner hängenden Dekoration am Fenster. Den hatte ich unbedingt nochmal mitgekauft, weil ich den auch gerne hier wieder dekorieren möchte. Aber so, der Farbtupfer ist schon schön, ne? Das ist dann fast ein bisschen zu farblos. Was auch toll aussieht, wenn man das auf einem Teller macht, ist diese Riesengirlande in Champagner. Wir haben es festgehalten, also schon also sehr Gold, Champagner, nein, Platin. Jetzt wieder, bin immer auf der falschen Spur von Champagner. Es ist aber ein Platinton, aber Platin-Champagner, sagen wir mal so. Und der ist wirklich schön, weil der hier so, wenn gerade für den, ich werde den glaube ich hier auch an meinem Türrahmen im Eingangsbereich so drum machen, weil der nochmal so abhängt. Wisst ihr, was ich meine? Die Blätter, die im Prinzip nochmal so schön nach unten fallen, kann man aber auch liegend dann sehr, sehr schön dekorieren und hat dann üppig Glitzer. Jede Menge Glitzer. Ganz viel davon. Ach, genau.
Den habe ich hier noch unter der Schoki vergraben. Kann man dann nämlich schön hängenderweise dann so dem Hüttenzauber auch die goldene Drahtkugel. Es gibt ja auch den Stern in Gold, der mit den 40 LEDs, wo der große Stern, den ich gestern in der Hütte gezeigt habe. Für all diejenigen, die könnten, ne, guckt gerne nochmal die Livestreams gestern um 19 und um 11 Uhr aus der Weihnachtshütte. Morgens bin ich auch einmal durch die Hütte gegangen. Das habe ich abends gar nicht mehr geschafft. Ich war aber auch eingegraben in meiner ganzen Dekoration. Da habe ich dann mehr so in den Tellern dekoriert. Da gibt es auch, wie gesagt, die Sterne, die sind sehr, sehr schön. Hier die Kugeln, die eine oder andere hatte ich auch schon. Würde ich dann in Gold dazu noch kombinieren und dann so abhängen lassen, dann ist das auch eine schöne Sache. So, jetzt wird's zu schwer. So, Marina, hallöchen, mein Liebe. Ich habe mir mal den Hüttenzauber angemacht. Ja, kann man auch jetzt auf jeden Fall schon genießen. Warum auch nicht? Ich finde zwar, also so auch mit der Sonne noch und diesem schönen Herbstwetter, wenn wir gleich spazieren gehen, finde ich diesen Feigenduft halt wirklich auch toll, ne, weil das jetzt halt gut in die Herbststimmung passt. Aber ist ja schließlich heute der erste Weihnachtsfeiertag. Gestern Heiligabend in der Hütte, heute der erste Weihnachtsfeiertag. So. Und das wollte ich euch auch noch gerne zeigen. Er hat sich gedreht, weil da ist der Stern vorne. Hier ist der Stern auch vorne. So. Finde ich auch schön nochmal für ein bisschen mehr Winterzauber die Flaschen in Champagner zu nehmen mit den Winterzweigen. Auch hier dieser tolle, ich habe mir jetzt geangelt. Und ich habe ihn abgeschnitten. Einer weniger, den ich bei mir dann in die kleine Vase gegeben habe. Ich wollte das unbedingt so haben. Und dann mache ich halt Schnippschnapp. Es ist immer gut, dass die natürlich lang sind, weil wenn man da irgendwie die Möglichkeit hat, das in einer langen Vase zu dekorieren, wird es ja dann sonst zu kurz sein und abschneiden kann man ja oder kürzen kann man ja die Zweige immer noch mal. In dem Fall habe ich das auch für die kleine Vase mit dem, also wirklich sehr, sehr dekorativ und sehr schön winterlich, diesen Baumwollzweig, diesen geeisten. Gerade auch zur Silberdekoration. Sehr schön, Angelika, freut mich. Also das ist auch eine süße, süße Deko-Idee. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr gut passt, das hatte ich auch in der Studiodekoration zu Hüttenzauber, ist natürlich Weißgold. Auch hier. So, ein bisschen mal wieder zur Seite schieben. Und hier machen wir mal an, damit das auch besser leuchtet. Das ist die Größe 17 cm, meine ich. Das mittelgroße Haus sieht auch sehr schön aus, gerade eben mit dem Weißgold. Und der Duft muss ja lecker sein, aber soll ja natürlich auch dekorativ ins Ambiente passen. Dann macht das auch am meisten Sinn. Ich wollte euch aber auch nochmal das kleine Haus dazu zeigen. Das geht nämlich auch ganz gut, wenn man das dann hier so mit hinstellt. Ja, dann könnte man so rückwärts. Da kommt das Glas natürlich riesig raus. Ne? Finde ich auch sehr schön. Gefällt mir sogar fast besser das kleinere Haus, weil dann diese Größenunterschiede nochmal da sind und die Kette so richtig schön groß rauskommt. Also Empfehlung, kleines Leuchthaus. Mache ich euch auch gerne an. Doppel-A-Batterien sind da immer mit drin, sind mit dabei. Kann man das dann schön leuchten lassen zum Hüttenzauber? Ja. Das sieht gut aus. Genau, Platin. Genau, die Platin-Girlande. Soll ich das nochmal zeigen? Soll ich damit noch irgendwas machen? Oder sag mir gerne, Brigitte, was ich. Den Tannenbaum zeigen? Ja. Jetzt habe ich natürlich ein paar Tannenbäume, meine Liebe. Gehe ich einzeln gerne durch. Wenn es für dein Windlicht war, dann ist es der kleine Tannenbaum. Der kleine beschneite Tannenbaum. Gibt es ja in drei Größen. Also der größte ist 40 cm. Ich glaube 38 und 25 würde ich schätzen.
Also das ist der kleinere, also der kleinste Beschneidetannenbaum, der in das Windlicht reinpasst. War es der Baum, den ich zeigen sollte? Oder ist es der Baum, der für 9,90 € gerade am Start ist? Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Soll ich noch was genauer zeigen? Sag es gerne. Die Zeit überbrückt man am besten mit einer Schokolade. So, ihr Lieben. Oder habe ich nur noch zwei? Nee, dann nehme ich die nicht. Dann hebe ich die auf für Bodo und mich. So, die nehmen wir gleich mal mit zum Spazierengehen. Was haben wir denn noch hier so Tolles? Oh, was ist das Blaue denn hier? Karamellsalz. Da muss ich auch noch welche mitnehmen. Auch noch zwei und dann mehr. Ja, da kann ich was essen. Karamellsalz, geil. Bei dem Baum für 9,90 €, den Preis lasse ich erstmal. Ja, wenn du den meinst, den lasse ich erstmal so. Salz, Karamell, ne? Warte mal. Jetzt kommt das Salzige. Schön auch süß. Fetzt. Aber esse ich auch nur ein halbes. Weil das Karamell kommt auch schon intensiv auf jeden Fall. Immer gut. Und Salz, das fetzt. Ich habe gehört, da gibt es auch einen Weihnachtsmann dieses Jahr in dem Salzkaramell. Spannende Sache. Girlande, Platin-Girlande, auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Mach mir mal ein bisschen Platz, meine Liebe. Zeige ich dir die gerne. Ich möchte hier nichts umreißen. Schwuppdiwupps, die. So, Krabbel, Krabbel. Vielleicht hier auf dem goldenen großen Teller. Warte. So, was hat Bibi geschrieben? Immer 1,60 Meter. Habe ich mir jetzt auch gemerkt. Da ist auch eine Öse zum Hinhängen. Und jetzt siehst du es ganz genau, das ist oben, das ist so lang. Das wäre was auch für den Kamin. Warte. Und hier nochmal gucken, dass es auch richtig die Blätter dann nach unten hinhängen. Weil ich finde das nämlich hier ganz geil über meinen Türrahmen im Eingangsbereich. Aber am Kamin lang finde ich auch ganz cool. Kannst du auch kombinieren mit der weißen Girlande, die ich letztes Jahr, die so schnell ausverkauft war. Die hast du aber auch, glaube ich, an dem Kamin gehangen, ne? Kann ich mich, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte man nochmal kombinieren. Also oben lang und dann die ganzen Blätterchen nach unten hängend. Ich wollte mir einen neuen Kamin hängen. Weiß ich doch genau Bescheid. Da habe ich es auch gesehen. Also da hätte ich es jetzt, wenn ich bei dir sozusagen zu Hause wäre, hätte ich die auch genau da platziert. Mein Bild auch eine gute Idee. Angela sagt, der Baum ist so super schön. Der Preis noch bleibt. Ja, super. So, und das Ganze natürlich auch wirklich hier lang, lang, lang. Jetzt geht's noch weiter. Ja, also sehr schön auf jeden Fall für den Kamin. Aber auch cool, hier jetzt tatsächlich für den Deko-Teller kann man auch ordentlich nochmal. Zum Glück sind die Zapfen aus Styropor. Da kann auch nichts passieren. So. Da ist natürlich wirklich mit einem Schlag hat man da hier den Wow-Effekt. Ja, da ist natürlich schon wirklich viel, viel Glitzer da. Da braucht man auf jeden Fall noch ein bisschen höhere Dekoration. Also da muss man schon mal mit dem Kerzenständer rangehen. Sonst ist das hier zu lasch. Das fetzt sonst nicht. So. Warte.
Kugeln auf dem goldenen Kerzenständer. Ja. Gut, ne? Was sagt er? Fehlt auch noch ein bisschen Tanne. So für das Winterdorf. Dann machen wir noch mal ein bisschen so. Ein bisschen so. Süße. Hängend kommen sie deutlich besser zur Geltung, Cornelia. Da hast du völlig recht. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich noch mal irgendwie ein Foto machen, ne, wenn das hier auch am Türrahmen ist. Da hast du eigentlich recht. Also das muss man noch mal ein bisschen besser in Szene bringen. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr auch Dekofotos habt. Dann kann man das auch ganz gut sehen. Ja, am Kamin, super Idee. Bestimmt ganz toll, auf jeden Fall. Ja, also ne, mit dem Kerzenständer und dem Tannenbaum, sehr schön. Gut. Brigitte mag das, alles gut. Angela, Angelika auch. Traumkundin. Ja, wunderbar. Na dann, so. So, ihr Lieben. Ja, gut, aber die mit der ganzen rosa Deko, da können wir ja dann nochmal bei dem Luxury Dream angreifen. Also, ich habe jetzt hier, glaube ich, wirklich schon mal ganz süße Ideen für den Hüttenzauber. Und somit den ersten Weihnachtsfeiertag am 25. noch mal ein bisschen mit begleitet. Das war doch ganz schön. Ich hatte ja hier, das ist noch an der Seite, aber ich glaube jetzt auch ausverkauft oder noch ein einziger. Jetzt weiß ich nicht, ob der schon ausverkauft war, aber ich hatte gesehen, als ich vom QVC bin, dass noch ein einziges Set von dem runden Adventsgesteck da war. Da gehört eigentlich ein großes Windlicht rein. Ich hatte das aber bei QVC und hatte ja den Hüttenzauber hier drin, habe ich ja gesagt. Das stand auch nämlich dann in dem Kamin drin, mit auch den Tannenbäumen, den großen dahinter. Das fand ich nämlich auch total süß. Ich poste auf jeden Fall später noch die Deko-Fotos aus dem Studio, damit ihr die auch noch mal habt und seht und euch inspiriert fühlen könnt. Alexander, dir auch herzliche Grüße, mein Lieber. So, genau. Jetzt mache ich aber mal, kriege die Kurve dann mit den letzten Sonnenstrahlen. Es windet sehr, das Windrad draußen macht richtig Alarm. Schön, dass es noch funktioniert. Dann genieße ich jetzt das mal. Macht ihr das auch? Habt einen schönen Nachmittag oder einen frühen Abend. Einen schönen Sonntagabend, einen gemütlichen, aber da mache ich mir bei euch gar keine Sorgen. Ihr habt auf jeden Fall einen gemütlichen Abend und kuschelig. Und ja, freue mich auf jeden Fall, euch dann am Mittwoch wiederzusehen. Vielleicht auch aus der Hütte mal sehen, wie ich es mache. Einen schönen Sonntag an alle, Cornelia, du sagst es. Genau, einen schönen Sonntag an alle. Einen gemütlichen Kuschelsonntag. Und an Verena auch nochmal ganz besondere Grüße, genau. Es ist schon kühl, aber es geht noch raus. Genau so ist es. Ich ziehe mich jetzt auch Kleidchen aus, ziehe mich jetzt auch warm an, dicke Jacke, festes Schuhwerk und dann gehen wir da noch eine Runde raus, weil mit der Sonne und so bei der schönen Luft, denke ich, ist das auch nochmal gut für den Tag. Also bis Mittwoch, ihr Lieben, genau so ist es. Tschüss.